Ja, hallo Freunde. Ich grüße euch. Nach circa 20 Videos mit dem Titel Mut zur Wut, was viel gut angestoßen hat, werde auch ich mein Video Mut zur Wut machen. Ich habe mir jetzt Gedanken darüber gemacht. Und werde auch hier mal meinen Beitrag leisten. Es ist ja schon vieles gesagt worden über die zwei berühmten Frauen, die wo sich jetzt immer mehr in den Vordergrund stellen und wo traurige Berühmtheit bei den Dampfern erlangt haben. Jetzt muss ich dazu sagen, die Grüne Partei war noch nie mein Favorit. Das heißt aber nicht, dass die Partei an sich immer schlecht ist. Aber was diese Frau hier veranstaltet, ist ja wohl der Oberhammer. Also, lasst euch nicht unterkriegen, kämpft für die Sache. Und macht weiter mit euren Videos, erklärt den Menschen die richtigen Fakten und Darstellungen, wie das Dampfen, das Dampfgerät, was im Liquid drin ist. Und werdet nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es euch gut geht, dass ihr keine oder weniger Nebenwirkungen habt, dass ihr euer zusätzliches Spray oder sonst irgendetwas nicht mehr braucht. Dass man sieht, dass hier positive Effekte am Werk sind. Und da kann sich auch eine Frau Pötschke lange nicht davon erschließen und muss darüber nachdenken, ob sie hier nicht mal eine richtige Studie folgen möchte oder auch mal beantragen möchte. Sie hat ja vielleicht die Möglichkeit dazu. Mut zur Wut heißt für mich auch Mut zur Aufklärung. Und das ist das Thema auch, wo ich hauptsächlich hiermit haben möchte oder wo ich verbreiten möchte. Mut zur Aufklärung heißt auch, es in den gewissen Gremien aufzuklären. Alle. Und es gibt bestimmt irgendwelche Menschen in Deutschland oder sagen wir es mal Dampfer, die wo auch politisch engagiert sind. Und wenn jemand politisch engagiert ist, müsste er sich eigentlich und ist von dem Dampfen natürlich überzeugt. Und hat sich damit auch befasst, müsste er eigentlich hier Widerspruch leisten in seiner Funktion als, was weiß ich, Gemeinderatsmitglied oder Gemeindevertretung oder Stadtparlament, Landespolitisch Ebene oder vielleicht auch bundespolitisch. Es gibt garantiert Menschen, die haben mit Politik irgendwas zu tun. Es gibt Menschen, die setzen sich täglich auch für ihre anderen Mitbürger in Gremien ein. Und deswegen fordere ich diese Menschen auf, auch mal Stellung zu beziehen in ihren Ämtern, in ihrer Funktion und mal Aufklärung zu geben. Was ist das eigentlich? Was ist E-Dampfen? Oder rauchen, dampfen, weil die meisten Menschen wissen es nicht. Ich begegne tagtäglich Menschen, die wo mich belächeln, wenn ich an der Lavatube ziehe. Allein der Blick
der ist schon sehr ja, befremdend, will ich sagen. Manche sind neugierig, manch andere sagen, oh, das Giftzeug, rauchst du oder dampfst du oder wie auch immer. Also sie sind schon irgendwo vorgeprägt. Und man muss hier Aufklärungsarbeit leisten. Man geht dann hin, erklärt, was es ist, baut es auseinander, das ist ja kein Thema. Man kann die einzelnen Sachen sehr gut erklären, ob man nun eine EGOT hat oder sonst irgendeine, ein E-Dampfgerät oder Dampfgerät. Man kann es ja zerlegen, man kann es ja in Einzelteile erklären, schön, das kann eigentlich jeder. Und wenn man das gut erklärt hat und wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und die Leute sind interessiert daran, dann bekommt man auch eine positive Nachricht und keine negative. Und es sagt keiner, oh, das ist aber giftig, das ist aber i. Nein, die meisten sagen, oh, das ist eine gute Idee. Und sie verstehen dann auch, warum hier gewisse Gegner dafür sind. Natürlich hat das alles nicht viel mit Mut zu Wut zu tun, aber es hat Mut zur Aufklärung zu tun. Und ich denke, das ist auch ein Weg, wo man gehen könnte oder gehen muss. Es bringt nichts oder es bringt uns nicht viel, wenn wir uns ja alle hinstellen und uns gegenseitig hier Videos hin und her schieben. Das liest eh nur der wo interessiert ist dran. Das wird keine Frau Pötschke-Lange sich anschauen oder auch kein Politiker, der hat ja gar nicht die Zeit dazu, das zu machen. Also, das soll jetzt keine Negativkritik sein oder was. Macht weiter mit den Videos, natürlich, ich mache ja auch eins. Und verschafft euch Gehör, aber ich rufe halt auch die auf, die wo im Land, die wo politisch engagiert sind. Und diese Menschen müssten hier was tun. Und diese Menschen müssten sich einsetzen für die E-Zigarette, einsetzen für die Dampfmaschinen, einsetzen für das Liquid, einsetzen dafür, dass diese Kampagne gegen das E-Rauchen aufhört und dass man vernünftige Alternativen findet, wie man damit umgeht. Natürlich kann es sein, dass hier auch in Langzeitstudien bewiesen wird, dass es hier nicht gerade günstig ist. Das weiß ich aber noch nicht. Das kann ich nicht so sagen. Und warum soll ich was verteufeln von vornherein, was ich eigentlich in mehreren tausend oder auch hunderttausend Meinungen in Foren und so weiter immer wieder positive Geschichten darüber höre. Ich habe noch nie jetzt in den Monaten, wo ich jetzt hier dampfe, noch nie irgendetwas gehört. Es war mal einer allergisch gegen PG oder es hat einer das PG vielleicht nicht so vertragen, aber dass er hier krank geworden ist und dass er massivste Probleme bekommen hat, dass er husten musste, dass er wirklich krank geworden ist und jemand hat gewarnt davor, das habe ich noch nicht erlebt. Und das allein das muss ja auch ein Grund sein, darüber nachzudenken, ob das eine positive Geschichte ist. Aber wie gesagt, wir wissen es, wir Dampfer, wir spüren es jeden Tag und ich denke, wir müssen es mit Mut zu Wut natürlich auch, aber auch Mut zur Aufklärung in gewissen Ämtern oder in gewissen Ministerien oder in gewissen politischen Ämtern weitertragen. Ich werde es versuchen, dieses zu tun, weil ja auch ich politisch engagiert war und auch parteilich irgendwo engagiert bin. Und wenn es die Gelegenheit ergibt, werde ich hier auch ein Fürsprecher für dieses sein. Soweit meine Einbringung in die Geschichte. Ich denke, ich habe euch erklärt, wie ich das sehe und ich werde versuchen,
hier mein Bestes zu geben. Vielen Dank und man sieht sich hoffentlich wieder und bleibt mir gewogen.